Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ist noch ein bisschen früh am Morgen, ja, ich sehe auch noch ein bisschen verschlafen aus. Was haben wir es kurz nach 9? Und ja, worum geht's heute? Ihr habt schon im Videotitel gelesen, ja, im Endeffekt brauche ich ja gar nicht quatschen, um was es heute geht. Ihr seht es ja selber. Im letzten Video habe ich den Alvaja neue Produktion Traube Minze vorgestellt. Und heute gibt es den, ich hoffe, ich, was könnt ihr jetzt überhaupt sehen? Alfacher Traube Minze steht hier drauf. Also Alfacher Grape Mint. Ich hoffe, es kann man sehen. Wenn nicht, müsste mir jetzt einfach mal vertrauen. Ich werde das Ganze jetzt bloß einmal schneiden. Ich werde es gleich erstmal in den Kopf bauen. Dann werde ich euch gleich noch den Schnitt dazu zeigen. Ich rauche das Ganze wie immer am Hotshot.at. Und ja, von wem habe ich denn das Ganze bekommen? Das Ganze habe ich vom Lawrence bekommen. Ja, falls du es, wie du siehst, lieben Gruß an dich. Ich glaube, ja, das habe ich, glaube ich, von ihm bekommen. Und ja, Kopfbau, Hotshot.at geht ja ganz schnell. Einfach bis zum Rand füllen das Ganze. Am besten, ich hole euch mal ein kleines Stückchen mit rüber. Obwohl, bei mir sieht es relativ unordentlich aus. Schwuppdiwupp hole ich euch mal noch ein kleines Stückchen hier runter. Ja, mein Kohleteller, ich weiß, pipapo. So, habt ihr hier drüben. Könnt ihr gleich noch einen Kopfbau mit anschauen. Und ja, Alfacher, ausländische Produktion auf jeden Fall. Ist immer rot. Soweit ich jetzt weiß, also ich weiß nicht, wenn ihr irgendwie einen Alfacher, der als ausländisch angepriesen wird, habt und eine andere Farbe hat, ist es, glaube ich, nicht originaler. Ich hoffe, es ist so relativ scharf. So. Also müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Oder Paul, falls du das Video siehst, Alfacher ausländisch, müsste doch eigentlich immer rot sein. Du bist ja quasi der AF-Gott, ja. Ich nenne dich einfach AF-Gott. Ja, nächste Woche bin ich auch wieder beim Paul am Start. Ich glaube, es ist das Wochenende vom 25. Oktober oder so. Da freue ich mich schon wieder drauf. Ich hoffe, das Ganze klappt. Ja, hier ist mal ein etwas wurzigeres Stückchen. Könnt ihr hier sehen. Aber ansonsten ist Alfacher Schnitt im Allgemeinen fein. Das können wir mal rauspieksern. Das haue ich wieder rein. Hier könnt ihr das sehen. Ist aber nicht weiter schlimm. Gibt noch genügend gute Blätter, sag ich mal. Gute Blätter, als ob ich hier Gras rauche. So, hier haben wir noch ein kleines Ästchen dabei, könnt ihr auch mal sehen. Ist immer mal dabei, ja, könnt ihr mitrauchen, schadet auf jeden Fall nicht. Also, Baum könnt ihr mitrauchen. Baum? Hab ich jetzt Baum gesagt? So, die Kohlen drüben müssten auch demnächst fertig sein. Und in Moment stelle ich euch noch ganz fix scharf. So, hier könnt ihr das sehen. Also vielleicht ein bisschen weiter drüber, ja, ein paar Tabakblättchen. Und da schmeiße ich jetzt hier einfach, wo seid ihr, hier drüben, Kaminhütchen drauf. Kommt dann, jetzt muss ich das kurz holen in Fokus. Ich hoffe hier hinten. Kommt dann auf die Amy 640 Zuri drauf. Da noch drei Kohlen. Schwuppdiwupp. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Rauchen. Ja, ich würde sagen, zack, Leute, bin ich wieder zurück. Ja, Kohlen sind jetzt aufgelegt. Ich rauche ungefähr 5 Minuten. Und ja, kommen wir erstmal zum Geruch vom Traube Minze von Alfacher. Da kann ich euch gleich sagen, es ist auf jeden Fall ein Unterschied von der Traube. Es ist eine etwas herbere Traube, ist nicht so ganz intensiv, beziehungsweise nicht so ganz intensiv süß wie die von Alfacher. Also die Traube ist ein bisschen dumpf, aber ja, wer die von Alfacher kennt, Leute, ist die beste Traube meiner Meinung nach. Süßlich, herb, intensiv auf jeden Fall. Ja, und Minze ist im Geruch nur leicht im Hintergrund, ja. Würde ich jetzt nicht direkt rausriechen, dass da Minze drin ist. Also es flasht euch auf jeden Fall nicht weg, wie bei Alfacher zum Beispiel. Ja, wie rauche ich das Ganze? Wie schon angekündigt, Hotshot.at, habt ihr schon gesehen. Drei Aldochan-Kohlen und Amy 640 Zuri und dem Shisha-Schmidt die Glasschlauch von Magic Glass. Weiterhin, ja, der übrigens sehr viel aushält. Also lieben Gruß an dich, Thorsten, falls du das Video siehst. Ich denke mal nicht, aber Magic Glass-Produkte, der ist mir schon so oft gegen meinen Glastisch geflogen. Irgendwo angeditscht, was weiß ich. Das Ding geht einfach nicht kaputt, also super Qualität. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zum Rauch.
Seht ihr mich noch, ja? Also ausländischer Schallfacher raucht wie die Hölle. Nochmal lieben Gruß an den Paul, ja? Ich habe noch nichts gegessen, ich habe auch noch nichts getrunken. Und ich kann trotzdem jetzt Shisha rauchen, ja? Vor ein paar Monaten war es ja so, dass ich erst was essen musste und was trinken musste. Ansonsten hat es mir gedreht und alles sowas, aber ich bin jetzt, glaube ich, schon so abgefuckt, ja? dass ich schon gar nichts mehr merke. Und ja, kommen wir erstmal zum Geschmack. Leckere Traube, süße Traube, leicht herb, aber auf jeden Fall mega lecker. Die Minze von Alfacher ist ja eher so eine Pfefferminze, ist jetzt nicht so was extrem kaltes wie so eine Mentholminze. Passt aber perfekt dazu, ja, Alfacher Traube Minze, Leute, wie Alfacher Traube Minze, geht immer. Schmeckt super lecker. Falls ihr an den mal rankommt, könnt ihr euch den auf jeden Fall holen. Super ausgewogene Mischung. Schöne Traubennote, schön intensiv auf jeden Fall auch, ja. Und jetzt im Abgang schmeckt er nochmal schön die Traube nach. Also wie gesagt, süßlich, leicht herb, aber wirklich nur ein bisschen, ja. Und ja, schmeckt einfach geil, ja. Also Traube Minze, ich habe hier auch, lieben Gruß an den Olli, das Paket kam übrigens an. Habe ich von ihm bekommen, Traube und Minze. Könnt ihr hier sehen, jeweils 250 Gramm werde ich mir auch ordentlich immer schön mischen. Und ja, dann soll es vom Review gewesen sein. Nächste Woche muss ich mal gucken, werde ich mal so ein kleines, ich will jetzt nicht sagen Aufklärungsvideo, aber ja, mal ein bisschen wieder über was quatschen, ja. Könnt auf jeden Fall gespannt sein, wann das kommt, Donnerstag oder Sonntag, muss ich mal gucken. Ja Leute, und dann soll es von mir gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt doch ein Däumchen nach oben, würde mich freuen. Und ja, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr, glaube ich, auch hier unten tun, ja. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag, einen schönen Wochenstart morgen. Und wir sehen uns nächste Woche am Donnerstag. Und ja, haut da rein, euer Shisha Schmidi. Peace. Thank you.